Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Wie in alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Los geht's. Danke. Fast da. Bist du bereit? Ohne Fleiß kein Preis. Auf geht's. Alles klar. Greif mal die Leiter da oben. Okay, okay. Ja. Hab sie dir runtergeworfen. Okay, hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Gut. Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht an. Oh, klasse! Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. So, das sollte gehen. Gut, wir sind drin. Mist. Den nehme ich. Ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach.
Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Ich nehme den anders. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok var. 15 dakikaya kadar bitiyor. Tamam, worauf wartest du? İşler nasıl bu aralar? Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Hırsız! Gute Nacht, Hırsız. Das anheben. Können wir drunter durchkriechen? Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Übernimmst du das? Warte. Aus. Okay. Eins, zwei, drei. Los, hast du's? Ja. Schnell. Okay, okay. Los. Beeilung. Moment. Moment. Okay. Wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay. Ich lass dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Geh zum Brunnen. Hediye ne olduğunu duydun mu? Evet, o transfer olmamış mıydı? Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster.
Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Bonne Chair Trip, gib ich gerne, Dachuk. Zu dem Weg rauf. Das könnte gehen. Dafür, dass es Räder hat, ist es ziemlich schwer. Ja, das wird gehen. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Balken kommen wir aufs Dach, wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Her! Bitte! Hey! Ella die Körre! Ella die Körre! Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Mehmet'e ne oldu? Aman. O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Ya, ama ben kişisel olarak turist olmakta vardım. Haptik! Seni yok. Du hast zugenommen, Mann. Mann, das war knapp. Okay, keine Donuts mehr für dich. Schaffe ich. Ja. Nochmal. Du bist oben. Bin hinter dir. Wie immer. Da ist einer über dir. Über dir.
hier nicht aus. Einer unter dir! Einer unter dir! Ja, großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Unter dir ist eine Wache. Warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Braves Mädchen. Okay, alles klar. Ladies first. Nett. Auf geht's. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Reibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das grenzt es ein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Schirm... Bala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala.
Shangri-La! Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Verdammt, Flynn! Nein! Scheiße! Das war's! Okay, okay. Denk nach, Nate, denk nach! Yabanji! Hier geht's lang. Hier lang. Okay, konzentrier dich, Nate, Wie komm ich hier bloß raus? Öldürmek için ateş edin. Na bitte. Anlayın onu. Ich muss zu der Leiter. Yakalayın onu. Tschüss, man sieht sich. Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sieh's ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich? Hä? Hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein, nein! Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig, besonders wenn es um Frauen geht. Hast ja recht, aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Herr zu und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn Sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute.
Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh, okay. Langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch.